Bevor es gleich losgeht, bitte einmal das Handy in die Hand nehmen, wenn ihr es nicht schon in der Hand habt, auf den Telegram Messenger gehen oder diesen installieren, wenn ihr die App noch nicht habt, dann nach Nuviso suchen und unseren Kanal abonnieren. Dann bleiben wir auf jeden Fall auch in Zukunft vernetzt und dann könnt ihr auch jede Woche die Nuviso News verfolgen. Jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Frank Stoner ist diese Woche wieder mit dabei. Hallo Frank, hallo Leute. Wie war deine Woche? Intensiv, muss ich sagen. Also ein großes Thema ist natürlich YouTube und der Umgang. Und das ist einer meiner, wo ich auch selber sage, einer meiner wichtigsten Vorträge, dass der da sang- und klanglos auf einmal gelöscht wurde, beschäftigt mich schon intensiv und habe jetzt auch die letzten Tage mal geguckt, was passiert da eigentlich bei YouTube. Bei mir verändert sich, und es ist nicht nur die Geschichte mit dem Vortrag, der gesperrt ist, bei mir verändert sich auch die Startseite, die Videos, die mir angezeigt werden, also die empfohlen werden, da ist nichts mehr so wie vorher. Und es gefällt mir nicht, die Entwicklung, wohin das geht. Ja, du hast dich mal mit den neuen YouTube-Richtlinien auseinandergesetzt und ja, interessante neue Richtlinien wurden da sozusagen kreiert und treten auch jetzt in diesen Tagen in Kraft. Und in einer neuen Ausgabe von Frank und Frei hast du da auch noch mal ein bisschen tiefer gegraben. Ja, es ist auch eine sehr persönliche Sache, eine sehr emotionale auch, weil es eben wirklich mein eigenes Leben verändert, mein eigenes YouTube-Erlebnis. Und deswegen ist es auch eine emotionale Ansprache auch gewesen, die auch ein bisschen länger geworden ist, als ich eigentlich gedacht habe. Ich wollte es ins Kurzformat pressen, aber echt in den letzten Tagen, weil du fragst, wie ging es mir letzte Woche, mein Herz ist da wirklich voll. Also das bewegt mich auch schon tief. Zielscheibe, Meinungsfreiheit, hier ein Ausschnitt. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt wirklich der interessante Punkt, um was es bei uns hier geht. Finally, we will remove content denying that well-documented violent events like the Holocaust or the shooting at Sandy Hook Elementary took place. Das ist vielleicht der wichtigste Satz hier. Hier sagen sie, schließlich werden wir alle Sachen entfernen, die well-documented violent events leugnen, die well-documented, also gewaltvolle Ereignisse, die gut dokumentiert sind, wo es einen Konsens gibt, wo alle sich einig sind. Wenn du dort etwas anderes sagst, dann wird das auch entfernt. Da möchte ich, und dann geben sie als Beispiele, geben sie an, Dinge, wo sich dann fast alle einig sind, wie eben Holocaust. Wenn du den Holocaust leugnest, da sagen sie, das ist ein gut dokumentiertes Event. Und wenn du dort eine andere Meinung vertrittst oder das leugnest, dann fällt das auch raus. Oder als zweites Beispiel geben sie das Sandy Hook Shooting an. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Sandy Hook, ihr erinnert euch, das ist eine amerikanische Grundschule, wo es zu einem Amoklauf gekommen ist. Und dann gab es in der sogenannten Truther-Szene einen Haufen Leute, die haben die Meinung vertreten, dass dieses Sandy Hook Shooting, dass es nicht echt war, dass es eine Art Inszenierung war. Ich selber habe mich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich mich öffentlich groß dazu geäußert habe, wenn, habe ich darüber erzählt, dass es Leute gibt, die das sagen. Prominentester Stelle wäre hier Alex Jones zu erwähnen. Und Alex Jones, der ist auch einer, der schon jetzt in den letzten Wochen, Monate komplett auch aus diesem YouTube auch rausgedrängt wurde. Und der selber hat dann in einer Sendung, war dann eingeladen bei Joe Rogan, das kann man sich noch anschauen, da hat er das erklärt, wie er das sieht. Und er selber sagt, dass dieses Sandy Hook Ereignis, dass das zentrale Ding ist, was man dem Alex Jones vorgeworfen hat. Sagt er selbst. Weil die Erklärung ist da, er selber hat eben das immer wieder öffentlich gesagt, das Sandy Hook, das ist fake. Und er hat gesagt, dass die Schauspieler, dass es Schauspieler sind, so Crisis Actors, diese Geschichten. Und dann hat es halt Reaktionen gegeben. Dann gibt es aber jetzt Leute, die jetzt diese Eltern von Kindern von Sandy Hook, die im Privaten belästigen, die dann zu deren Häusern gehen und dann da vor den Häusern irgendwie Demo machen und sagen, hier, Fake-Schauspieler oder irgend sowas, weißt du? Das wiederum ist natürlich, das ist justiziabel. Das darfst du nicht machen, ey, Leute da so bedrängen, so öffentlich. Das ist auch niederträchtig, das gehört sich auch nicht. Und das sagt auch Alex Jones. Das Ding ist, dass jetzt in der Konsequenz wurde das Alex Jones vorgeworfen. Man hat gesagt, hier, guck mal, weil du das gesagt hast, reagieren diese Leute so. Und dann bist du dafür verantwortlich. Und deswegen weg damit. Ja. Okay, jetzt ist Sandy Hook ist wirklich ein schwieriger Fall. Aber ich habe ja gar nicht über Sandy Hook gesprochen, sondern über 9-11.
Aber fällt jetzt 9-11 sozusagen unter diesen Punkt hier, der neuen YouTube-Policy? Fällt 9-11 unter diesen Nebensatz, denying well-documented violent events, fällt da 9-11 rein? Das scheint es wohl zu sein. Aber dann sage ich, ey Leute, dann kommt ihr aber in eine extreme Willkür, denn mir fallen eine ganze Reihe von gewaltvollen Events ein. Unsere ganze Geschichte ist ja so. Wenn du die Geschichte versuchst, dort drüber zu sprechen, auch Dinge, die gut dokumentiert sind, lassen immer verschiedene Blickrichtungen offen. Es gibt keinen Konsens bei solchen Sachen. Und das ist doch völlig in der Natur der Sache, dass wir uns, wenn es gewaltvolle Sachen gibt, dass man da nachfragt, dass man auch mal eine Theorie in den Raum setzt. Auch das ist völlig legitim. Ich meine, alle Ermittlungsbehörden arbeiten ja nicht anders. Du stellst eine Theorie auf, dann versuchst du, mit der zu arbeiten und versuchst dort Beweise zu finden. So. Das ist, wenn du das jetzt verbietest, dass wir über 9-11 uns Gedanken machen. Ich meine, können wir uns da noch Gedanken machen über andere gewaltvolle Geschichten, Ereignisse in der Geschichte? Kann ich da noch frei über beispielsweise das Thema Hexenverfolgung sprechen? Oder diskriminiere ich dann auch nicht schon wieder irgendjemanden? Greife ich da nicht, indem ich sozusagen auch Täter zeige, auch Schemata zeige, wie die in so Denkmuster geraten? Ist das dann schon diskriminieren wieder? Diskriminiere ich einen christlichen Menschen, wenn ich auf das Wirken der Inquisition hinweise? Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden. So ein starker Satz auch. Oder man könnte auch noch reinführen, hier war es nicht Voltaire, wieder um einen der großen europäischen Philosophen zu zitieren, der so frei, der sowas gesagt hat wie: Ich bin vielleicht ganz anderer Meinung als du. Aber ich wäre sogar bereit, dafür zu sterben, dass du deine Meinung sagen kannst. Das ist das, was uns in Europa so stark gemacht hat. Das ist, was unsere ganze Aufklärung vorangebracht hat. Dass wir uns überhaupt erst in diesen wissenschaftlichen Fortschritt begeben haben, weil das ein elementarer Wert ist. Das jetzt einfach über Bord zu schmeißen. So. Leute, ihr, also YouTube, Google, wie ihr auch alle heißt, so. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, so. Ihr gebt euch da irgendwelchen kurzfristigen Scheuklappen hin und nehmt letzten Endes, ihr seht gar nicht, wie groß die Konsequenzen sind. Ne? Zielscheibe Meinungsfreiheit gibt es auf nuvisoplus.de für alle unsere Premium-Abonnenten und auch für alle unsere YouTube-Kanalmitglieder im Community-Bereich zu sehen. Und natürlich in den nächsten Tagen dann kostenlos für alle. Ja. Also abgesehen von deiner Frustration über die neuesten Entwicklungen auf YouTube ist ja auch noch ein bisschen was anderes in dieser Woche passiert. Das eins der Hauptthemen war natürlich der Auftritt von Zelensky und Merkel, wobei ja das Augenmerk auf Merkel lag. Ja, ihr habt es alle gesehen, das ist das bekannte Zitter-Video, also sie hat da ein neurologisches, ein Nervenleiden. Und es wäre jetzt natürlich einfach, wie es auch viele machen, als drauf zu hacken, guck mal, die ist psychisch unter Druck. Das wissen wir alle, dass die psychisch unter Druck ist. Aber was mir bei dem Video am meisten eingefahren ist, das ist diese Symbolik. Wie einsam macht den Menschen. Ne? Ich meine, ey, da ist jemand, der hat offensichtlich ein gesundheitliches Problem und niemand kommt dort zur Hilfe. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nachher am Hauptbahnhof in Leipzig bin und ich sehe da einen Menschen, der gerade so zittert, dann gehe ich da hin und frage mal, hey, alles okay, vielleicht einen Schluck Wasser oder setzen Sie sich mal hin. Oder selbst wenn, ich würde zumindest mal aufpassen, nicht, dass dieser Mensch auf einmal gleich umkippt und sich dann den Kopf verletzt. Und das finde ich doch so krass, dass die Etikette, das Ritual dort über allem steht und keiner von den Umstehenden, auch kein Security-Mann da erkennt, hey, lass mal hingehen, so. Sondern nein, die Macht vereinsamt. Das ist wie bei diesem Märchen des Kaisers neue Kleider. Keiner traut sich das sagen. Und am Ende würde man zugucken, wie die da hinstürzt und sich dann vielleicht tatsächlich schwer verletzt. Also das finde ich schon traurig. Ja. Ja, also es war, wir haben es uns auch vorhin nochmal angesehen, das Video, es war wirklich über 60 Sekunden hinaus stand sie da und hatte offensichtlich irgendwie Probleme, sie hat die Lippen zusammengebissen, irgendwie sie hat wirklich mit sich gekämpft und das müssen Leute gesehen haben, also gar keine Frage. Ja, das war eigentlich das Erwähnenswerte an diesen Bildern, aber was darüber hinaus ja völlig untergegangen ist, ist der Besuch von Zelensky. Darüber hat irgendwie gar keiner geredet und es ist immerhin der neue ukrainische Staatspräsident. Und wir hatten ja schon im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass das jetzt ansteht und dass das interessant wird, aber darüber wurde irgendwie, das war überhaupt gar kein Thema mehr. Der Zelensky hat übrigens dann später auch nochmal Bezug drauf genommen auf diese Unpässlichkeit von der Merkel und hat er so gesagt, so wie,
ja, sie war jederzeit sicher, weil ich war an ihrer Seite und so. So war der Schauspieler, weißt du, dieser Rambo, hey, wenn das passiert wäre, ich hätte sie rausgeholt, so Chuck Norris-mäßig. Und da denkst du, oh Mann, das ist halt ein Schauspieler, der jetzt da antanzt. Ja. Meinst du, mit dieser Szene wird Merkel eine kurze Rolle in der neuen Episode von Zelenskys? Ja, möglich, dass man sie irgendwie einarbeiten kann. Ne? Seine Minister, eigentlich ist es ja hier sein Filmstaff, die werden das schon irgendwie ins Drehbuch einarbeiten können. Ne? Ja, und weil der Mainstream nicht über Zelenskys Besuch ja großartig inhaltlich spricht, machen wir das natürlich. Und wir hatten einen interessanten Studiogast diese Woche, nämlich Wilhelm Domke-Schulz war zu Gast im Nuvisotalk. Und er hat gerade einen Film gemacht über die Geschehnisse 2014 in dem Gewerkschaftshaus in Odessa. Sein Film Remember Odessa war Thema des Gesprächs. Ich habe das ja mit wachem Auge verfolgt, wie die Entwicklung in den Medien in den letzten Jahren verlaufen ist. Und da, wenn man so über diesen Zeitraum von 25, 30 Jahren betrachtet, gab es eine immer stärkere, stetig zunehmende Ideologisierung in eine Richtung. Richtung? Naja, also eine, die, muss ich sagen, also mir denn zunehmend nicht gefallen hat. Also aus meiner Sicht ist eine Ideologisierung erfolgt in der Richtung, also ich bezeichne es als westliche Werteideologie. Also dass die sich sozusagen immer mehr Schritt für Schritt immer mehr breiter gemacht hat gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei dem betrachte ich hauptsächlich, weil beim Privaten ist etwas anderes. Also wenn ein Privater, dem gehört ein Sender und der hat seine Überzeugung, dann ist es auch sein Recht, das irgendwie zu verbreiten. Also dafür gibt es ja Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Also insofern war das für mich jetzt nicht so relevant, sondern für mich war relevant der Öffentlich-Rechtliche, weil der hat einen klaren Auftrag, einen Sendeauftrag ist in Rundfunkstaatsverträgen festgehalten. Und für mich war einfach die Frage, wenn ich da so ein ungutes Gefühl habe, gucke ich mir näher an und parallel dazu zu überlegen, also welche Aufgabe hat der Sender, wird die erfüllt, wird die nicht erfüllt oder was machen die? Was war jetzt der Anlass, der Punkt, der Tag, an dem du gesagt hast, mit dem Fernsehen hier kann ich nicht mehr zusammenarbeiten? Also wie gesagt, ich kann es nicht so auf den Punkt bringen, wo man sagt, an dem Tag, aber das hat aus meiner Sicht auch diese ganze Problematik mit Odessa eine Rolle gespielt, weil also ich habe ja schon seit Ende 80er Jahre angefangen, also so die Beziehung zu Odessa aufzubauen. Das hatte verschiedene Gründe, weil ich da auch an eben Schicksal dran war, aus der Stalinzeit, wo da einer verhaftet wurde und verschwunden war und niemand wusste, was aus dem geworden ist. Das habe ich so mit Freunden, Bekannten, die mich da unterstützt haben in Odessa, so nach und nach über die Jahre dieses Schicksal aufgeklärt. Und dadurch haben sich viele Beziehungen da ergeben, also zu allen möglichen Leuten bis zur Universität, Museen, Stadtverwaltung, Regionalverwaltung, also so ein Netzwerk und auch persönliche Beziehungen. Und als dann diese Geschehnisse da am 2. Mai waren, 2014, und ich über Nachrichten irgendwie ein bisschen ratlos zurückgelassen wurde, was da nur eigentlich los war, und dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und die Informationen, die konnte man praktisch eigentlich nicht über den öffentlich-rechtlichen Sektor oder über den Sektor der Massenmedien in Deutschland rauskriegen. Also ich musste da Haufen Leute anrufen, telefonieren in der Ukraine, in Odessa, in Russland und überall. Also mir das selber zusammenbasteln, was da überhaupt passiert ist, bis hin zu sehr vielen Zeitzeugen, die ich da kenne, die ich dann auch im Laufe der Zeit interviewt habe. Und um mir da ein Bild zusammenzubasteln, dass sich da mal rausstellt, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und auf der Basis dessen dann versucht habe, das hier im Fernsehen unterzubringen, so auch mit der
Begründung, dass ich sage, ihr wisst Bescheid, ich habe gute Beziehungen zu Odessa-Netzwerk, habe recherchiert, also habe ein ziemlich genaues Bild, komme auch an Material, Zeitzeugen und so weiter ran, lass uns mal was über Odessa machen. Also das erste Redaktionsgespräch hatte da ungefähr 33 Sekunden gedauert und die Antwort von der Redaktion war, vergiss es. Also das war alles, das war das ganze Gespräch. Ja. Und das hatte ich sicherlich einige Nerven. Ja, na, weil für mich ist das unfassbar. Also gerade wenn man antifaschistisch aufgewachsen und erzogen ist und man stellt fest, dass da radikale faschistische Kräfte am Werk sind und auch Massenmord begehen. Ja? Und für mich so aus der Kindheit, Jugend war das etwas völlig Selbstverständliches, gegen faschistische Verbrechen aufzustehen, die zu thematisieren. Und dann kriegt man gesagt, und vergiss es. Wenn du jetzt so ein faschistisches Verbrechen thematisieren willst, vergiss es. Ja. Ich mir sage, wo leben wir denn jetzt hier? Ja. Remember Odessa im Gespräch mit Wilhelm Domke-Schulz gibt es auch auf NuWiso Plus und auf unserem YouTube-Community-Bereich. Ja, was gab es die Woche noch? Ja, wir können im Grunde genommen, wenn wir die Welt so als geostrategisches Schachspiel nehmen, können wir von der einen Position Ukraine, gehen wir auf einen anderen Schauplatz, Persischer Golf, Straße von Hormuz, wo viele Leute sagen, das ist mit einer der wichtigsten Seestraßen auf der Welt. Ich glaube, sowas wie 60% des Erdöls laufen durch diesen Seeweg. Und dort kam es zu Angriffen auf zwei internationale Tanker. Überraschend, oder? Wie aus dem Nichts. Auch ist ganz kurios. Also man weiß auch bis heute eigentlich nicht wirklich genau, was ist eigentlich passiert. Wer hat was gemacht, mit welchen Mitteln. Es ist noch nicht mal ganz klar, welche Waffen dort eingesetzt wurden. Alles, was man weiß, ist, es gab Explosionen bei zwei Tankern. Und wir haben ja selber erst vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wo wir über Mark Bartalamay gesprochen haben, der sich aus der Osttürkei so verabschiedet, weil er sagt, hey, hier deutet alles auf Krieg, ich ziehe mich jetzt nicht mehr raus. Und da haben wir noch gesagt, wenn es jetzt aber einen Krieg mit Iran geben sollte, dann muss vorher noch ein Kriegsgrund sein, ein Casus Belli, eine False-Flag-Aktion, was die Leute begeistert. Und plötzlich ist Unruhe. Ja, du hattest, glaube ich, sogar gesagt, irgend so eine Tonkin-Geschichte wird dann auftauchen. Ja. Ja. Ja, das ist es jetzt. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich schon diese Kraft hat, weil es ist schon eine Woche her und am ersten Tag war wirklich die Aufregung groß und es kam auch in allen Weltmedien, ja, guck mal da, aber jetzt, das ist irgendwie doch erstaunlich abgeflacht. Also es wird nicht reichen, dass das der große Knackpunkt ist, aber es zeigt einfach, dass Kräfte, die am Krieg interessiert sind, dass die zündeln, dass die aktiv sind, dass es die gibt, ja, und dass die als Agent-Provokateure auftreten. Und das ist genau, wovor wir auch gewarnt haben, hey, da muss man hellwach sein so. Und wenn sowas passiert, genau hinschauen. Ne? Dazu passt ja auch noch eine Schlagzeile dieser Woche, nämlich es wurde ja eine Drohne abgeschossen. Ja, und als ich die Schlagzeile gelesen habe, habe ich sie mir im Kopf mal umgestellt. Da hätte sie dann gehießen, US-Militär schießt iranische Kampfdrohne über Washington ab. Also ich glaube, wenn das die Schlagzeile gewesen wäre, dann würden wir schon im Dritten Weltkrieg sein. Genau. Aber die Schlagzeile war, iranische Garde schießt Global Hawk über Iran ab. Wo ist der Aufschrei? Ja, und das ist das erste Mal, war vor ein paar Jahren schon mal so. Da hat doch auch der Iran eine amerikanische Spionagedroge über dem eigenen Land abgeschossen. Und da war dann die Aufregung riesig. Hey, gib unsere Drohne wieder her. Das ist Diebstahl. Also, da denkst du, echt jetzt? Ich meine, eine Spionagedrohne über deinem Land. Und die haben die geschnappt. Danach müssen die nur verklagen. Hey, ihr habt gar kein Recht, dieses Ding zu haben. So. Ja, genau. Wenn man es umdreht, dann wird diese Absurdität noch viel, viel deutlicher. Ja, also es ist erstaunlich und es passt auch dazu, dass diese Woche nämlich vom 23.06. bis 30.06. die Stopp-Rammstein-Woche stattfindet. Dazu gibt es eine Internetseite, da findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Die Rammstein Airbase, seit Jahren wird dagegen protestiert. Ich habe nach deiner letzten Sendung über Starlink mir gedacht, ich glaube, die Proteste gegen Rammstein, die werden erfolgreich sein in den nächsten Jahren. Aber nicht, weil die Proteste so... Wie bringst du das mit Starlink zusammen? Das müssen wir erklären.
Also es gibt zwei Faktoren. Einmal öffnet Polen seine Tore für die Amerikaner. Sie würden einen neuen Stützpunkt dort sozusagen zulassen. Das ist dann auch näher an Russland dran. Das wäre sozusagen von Vorteil. Aber es geht ja bei Rammstein hauptsächlich um die Relaisstation, um den Drohnenkrieg zu führen. Und du hast selber Starlink hier vorgeführt. Die Relaisstation wird dann völlig überflüssig. Ja, aber glaubst du denn, dass so etwas wie Starlink für militärische Zwecke eingesetzt wird? Das dient doch nur darum, dass wir auch in Sibirien endlich mal Internet haben. Stimmt, du hast natürlich völlig recht, genau. Wie konnte ich nur auf so einen Gedanken kommen? Naja, aber trotzdem sagt mir mein Gefühl, in 5 Jahren oder so wird Rammstein mit der Relaisstation obsolet. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dahin zu gehen, weil noch ist diese Relaisstation eben nicht obsolet. Und wenn ihr nicht mehr wollt, dass die bösen Iraner irgendwelche Global Hawks über den Iran abschießen und damit einen Weltkrieg provozieren, ja, dann müssen wir einfach Rammstein so schnell wie möglich schließen. Ganz einfach. Ja, bin ich voll dabei. Genau so ist es. Diese Woche gab es wieder eine Barcode-Sendung. Auch da war Wilhelm Domke-Schulz zu Gast. Und wir hatten noch Jochen Mitschka, der auch schon mal hier zum Thema Iran etwas gesagt hatte. Aber Thema war diese Woche die Ukraine. Wir schauen mal rein. Wir müssen uns die Medien noch mal kurz angucken. Es gibt es gibt ja ein Gesetz der Tendenzbetriebe. Das heißt, in einem Medienbetrieb darf der Eigentümer den Mitarbeitern ganz genaue Vorschriften machen, was sie zu sagen haben, was sie zu unterlassen haben. Es gibt ja die berühmten Verträge da von Springer, dass man also USA und Israel unbedingt immer unterstützen muss und nicht kritisieren darf. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich ist ja auch, die stellen ja schon gar keine ein, von denen sie wissen, dass da irgendwas Kritisches kommen könnte. Aber gut. Wir haben also hier die privaten Medien, die zusammengeschrumpft sind auf 6, 7 Familien in Deutschland, die also, wo die Familien genau sagen, so, das musst ihr machen und da kann man nichts gegen unternehmen. Und die arbeiten natürlich im Sinne von bestimmten Interessen, gesellschaftspolitischen Interessen. Und die Interessen sind klar, das ist die Eigentümer, dass die Eigentumsverhältnisse gleich bleiben, dass wir Neoliberalismus haben und. Und dann haben wir jetzt, die gute Idee war, öffentlich-rechtlich, die müssen jetzt gegensteuern. Das soll ja, die Zivilgesellschaft soll jetzt auch die Möglichkeit haben, Medien zu produzieren, die eben gegen diese privaten Medien arbeiten. Nur, das wird kontrolliert von den Parteien. So, jetzt haben wir 2 Medienblöcke, öffentlich-rechtlich und privaten. Was passiert jetzt? Jetzt, die Politik vertritt Neoliberalismus. Hast du natürlich dann in den öffentlich-rechtlichen Medien. Da wird gar nichts über... Alles andere darf man überhaupt nicht diskutieren. Und dann hast du privat. Wunderbar, toll, prima, wir auch. Es gibt also keinen Wettstreit mehr. Die Medienlandschaft ist vollkommen einheitlich. Also wenn man zum Beispiel dieses 6. Rundfunkurteil von 1991 sich anguckt, wo der Bundesgerichtshof gesagt hat, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass in den Öffentlich-Rechtlichen eine Ausgewogenheit der Berichterstattung, also so ähnlich wie auch mit der Meinungsbildung im Grundgesetz festgehalten ist, dass sowas auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen durchzusetzen ist. Und das hat der Gesetzgeber bis heute nicht gemacht. Bis heute nicht. Wenn man sich die Rundfunkstaatsverträge anguckt, es gibt keine Ausschlussklauseln. Da steht der Programmauftrag drin, wo der Programmbeirat ja schon 2014 festgestellt hat, dass der also radikal verletzt wird. Die haben die Worte nicht verwendet, die haben von tendenziös gesprochen. Wenn man aber genau die Aspekte betrachtet, die dort genannt wurden bei der Kritik vom Programmbeirat und das jetzt auf ein Berichtsmuster reduziert, war eindeutig von ideologischer Propaganda die Rede. Ja, also der Aufsichtsgremium bescheinigt dem Sender, dass er ideologische Propaganda betreibt und die sagen, nö. Ich will bloß auf den Punkt hinaus. Verantwortlich für diese Inhalte der Rundfunkstaatsverträge sind ja die Ministerpräsidenten. Also wenn sich jetzt Herr Kretschmer zum Beispiel möglicherweise erregen würde, weshalb die Medien sich da so zerfetzen, dass er so eine
Russland so einen positiven Schritt gegenüber Putin und Russland gemacht hatte, dann kann ich nur sagen, er müsste mal seinen Aufgaben nachkommen. Und seine Aufgabe wäre zum Beispiel, dieses Rundfunkurteil von 91 umzusetzen. Das heißt, die Rundfunkstaatsverträge, und das ist seine Verantwortung als Ministerpräsident und die Verantwortung seines Medienstaatssekretärs, dass da Ausschlussklauseln rinkommen. Dass man sagt, wenn der Sender sich nicht an die Aufgabe hält, was man ja täglich nachweisen kann, die da festgelegt ist, also wenn er täglich Vertragsbruch begeht und es gibt keine Klausel, man kann nicht dagegen vorgehen. Der Rundfunkrat kann es nicht, hat keine Machtbefugnisse, der Zuschauer kriegt immer seine Briefe, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht. Also es gibt ja keine rechtlichen Möglichkeiten, und das liegt daran, dass die in den Rundfunkstaatsverträgen nicht vorgesehen sind. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine ausgewogene, objektive Berichterstattung vielleicht haben möchte, gerne, kann ja sein, über seine Fühler, die er da in Richtung Russland ausgestreckt hat, sollte er sich mal gleich abends hinsetzen und mit seinem Staatssekretär mal den Rundfunkstaatsvertrag gucken, was man da für Klauseln reinbauen könnte, um endlich mal dieser ideologischen Propaganda in den bürgerfinanzierten Medien Riegel vorzuschieben. Barcode mit Wilhelm Domke-Schulz und Jochen Mitschka gibt es auch auf Nuviso Plus und überall sonst, wo ihr unsere Premium-Inhalte finden könnt. Ja, und da gab es ja die Woche beim Thema Ukraine auch Neuigkeiten. Ist nicht diese MH17-Geschichte, soll jetzt von einer Expertenkommission zum Abschluss gebracht worden sein. Und ja, das soll jetzt dann vor Gericht kommen. Hast du davon gehört und was hältst du von der Geschichte? Der MH17 ist auch ein Thema, mit dem du dich lange auseinandergesetzt hast. Ja, MH17 verfolgen wir im Prinzip schon seit 5 Jahren jetzt. Der Abschlussbericht wurde schon letztes Jahr vorgelegt vom GIT in Holland. Da ging es im Prinzip darum zu beweisen, dass tatsächlich eine Bugrakete eben MH17 vom Himmel geholt haben soll. Und jetzt war diese Woche sozusagen noch die Verkündung von 4 Namen. Also man wollte jetzt das nicht einfach nur so pauschal im Raum stehen lassen, sondern man brauchte Schuldige. Ja, und deswegen wurden diese Woche eben 4 Namen publiziert. Und ich habe die, also ich war sehr erstaunt, da sozusagen den Namen Igor Girkin zu lesen, weil wenn man weiß, dass das niemand Geringeres ist als Igor Strelkov. Und Igor Strelkov ist derjenige, der 2014 sozusagen die pro-russischen Rebellen angeführt hat. Derjenige, der sozusagen dafür gesorgt hat, dass in Lugansk und Donetsk die Volksrepubliken sozusagen die Macht übernommen haben. Die Ämter gestürmt haben, ja, es seien wohl auch Schüsse gefallen, aber es gab keine Verletzten, also das waren Warnschüsse. Und er ist offiziell derjenige, der sozusagen den ersten Schuss abgegeben hat, ja. Also er ist der Bösewicht schlechthin, der hat den ersten Schuss abgegeben und damit sozusagen diese ganze Welle da verursacht. Ja. Wir wissen es natürlich besser, wir wissen, dass die ersten Schüsse auf dem Maidan abgefeuert wurden und dort die Wurzel des Problems lag, aber Igor Strelkov ist sozusagen das Sinnbild dessen, was alles böse ist im Osten der Ukraine. Ja, und dem wird jetzt sozusagen diese MH17-Geschichte angedichtet, um nochmal deutlich zu machen, dass diese Volksrepubliken ja vom Teufel angeführt wurden. So, ja, das ist so ein bisschen so die Botschaft dabei. Man hat aber interessanterweise den Namen Strelkov überhaupt nicht erwähnt. Man hat Igor Girkin gesagt. Als Rebellenführer war er eher als Igor Strelkov bekannt. Naja, und jetzt soll er in Den Haag angeklagt werden. Und ja, wie das ausgeht, wird jetzt, glaube ich, keine so große Überraschung. Aber er wird wahrscheinlich auch nicht vor Ort sein, weil wer weiß, wo er ist, aber wo auch immer er ist, dort wird er mit Sicherheit auch bleiben, glaube ich. Und der ist ja für Nuviso kein Unbekannter. Tatsächlich habt ihr mal ein Interview mit dem auch geführt, also schon vor ein paar Jahren. Die Maria Jansen von RT Deutsch, die hat ja diesen Film Hilfstransport produziert. Sie ist in die Ukraine gefahren mit einem LKW voller Hilfsgüter und ist dabei den Dreharbeiten in den Genuss gekommen, Igor Strelkov zu interviewen. Ja. Er, zumindest in dem Footage, was ich dann gesehen habe von dem Interview, zumindest hat er Humor. Aber ja,
Das vielleicht noch dazu, wenn ihr euch mehr zum Thema MH17 informieren wollt. Wir haben dazu auch eine ganze Menge gemacht. Wir vertreten nicht die offizielle Version, also mit wir meine ich speziell mich, beziehungsweise den Protagonisten des Filmes, die Billy Six Story, nämlich Billy Six, auch gar kein Unbekannter mehr, kennt mittlerweile, glaube ich, auch jeder. Mit ihm habe ich einen Film über MH17 gemacht und er war selber in dem Wrack drin, auch darüber da waren wir dokumentarisch mit dabei, also auf unserem Kanal findet ihr eine ganze Menge zum Thema MH17. And now something completely different. Das hat mir Robert in einer der letzten News-Sendungen gesagt. Wenn du nicht weißt, wie du jetzt eine Überleitung findest, sag einfach diesen Spruch aus Monty Python und dann kannst du alles bringen. Du hast dir mal wieder ein sehr, sehr heißes Eisen für deine Stoner-Folge diese Woche rausgesucht. Ich habe eine Folge gemacht zum Thema Migration. Und es ist natürlich eins von diesen Themen, die permanent präsent sind, die wie so ein Mehltau auch über allem liegen. Und gleichzeitig die wenigsten Leute sich auch da trauen, öffentlich drüber zu sprechen, weil es halt so extrem polarisiert, weil es so aufgeladen ist und weil man dann eben schnell sich exponiert. Aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich habe mir es halt in meinem Style mal angeschaut. Ich meine, man könnte so viel über Migration sprechen, aber ich habe mal geguckt, wie ist denn Migration im Spiegel der Geschichte? Migration war schon immer Teil der menschlichen Geschichte, aber wie ist es denn gelaufen? Ich habe mal einfach mal in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Erdteilen geguckt, wo es so Migrationen gab und wie sind die rausgekommen? Also was ist dabei rausgekommen? Sind die Leute dann, ist es friedlich gewesen? War es eine Bereicherung von zwei Kulturen und so weiter? Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe auch wirklich geschaut, finde ich positiv Beispiele, aber wenn du dir anschaust, Migration in der Geschichte, ist es fast immer so, dass es Probleme hervorruft, dass es Menschen unter Stress setzt. Und wenn Menschen gestresst sind, dann können Menschen auch fies werden und dann können Dinge auch verrohen. Und das ist unabhängig davon, von uns Deutschen oder Europäern oder jetzt, sondern das passiert überall auf der Welt mit den verschiedensten Gruppen. Wenn du Menschen so unter Stress setzt und dann kreiert es Unruhe. Das ist so der Befund, den ich da habe. Thema Migration im Stoner-Style. Ja, anfangen tun wir bei uns. Wir sind in Europa und eine der größten Migrationsbewegungen, die es gab, ist die von Europa nach Amerika. Und erinnern wir uns, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Da müssen wir zurückgehen auf eine von den Sendungen, die wir schon gemacht haben, wo es zum Thema Hexen ging. Ja, aber diese Dinge hängen zusammen. Denn mit der Hexenverfolgung ist in Europa dieses ganze alte weibliche Wissen unterdrückt worden und verschwunden. Und das beinhaltet auch das Wissen um Fruchtbarkeit und auch das Wissen um Verhütung. Das ist weggefallen. Auch diese ganze Denkweisen von Hebammen, all dieses Wissen ist weggefallen. Diese Leute wurden verfolgt. Was zur Folge hatte, dass nach der Hexenverfolgung in Europa die Geburtenraten extrem hochgegangen sind. Die sind explodiert. Und es ist nun mal so, das ist ein entscheidender Faktor für das Thema Migration. Man spricht in der Wissenschaft von Push- und Pull-Faktoren. Also Push-Faktoren sind Faktoren, die Menschen aus ihrem Land oder Lebensraum raustreiben. Und Pull-Faktoren sind welche, die anziehen. Und einer der größten Push-Faktoren, also die Leute anschieben, das ist eine hohe Geburtenrate. Das ist immer schon feststellbar. Denn egal wie, in welcher Kultur, es ist im Grunde genommen ist es immer relativ ähnlich. Der erstgeborene Sohn erbt. Das könnte auch in einer matriarchalen Linie, könnte es auch die erstgeborene Tochter sein, aber es kommt auch selber hinaus. Ja? Also der Erstgeborene erbt das, was vom Vater kommt, das Land, den Hof, den Laden, das Handwerk, das Geschäft, was auch immer. Der Zweitgeborene findet noch seinen Platz vielleicht in so etwas wie Verwaltung, Armee, kann in ein Kloster gehen oder sowas. Ja? Also für die ist Platz. Aber für die Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechstgeborenen Söhne ist in einem normalen Gesellschaft ist da kein Platz. Eine Gesellschaft kann nicht so schnell wachsen, wie diese Geburtenraten sind. Das heißt, wenn du so hohe Geburtenraten hast, die Dritt-, Viert-, Fünften, die müssen raus. Die müssen sich was Neues suchen. Die müssen sich was Neues dann schaffen und in den meisten Fällen ist es halt erobern. Und so ging das damals los in Europa. Als erstes in Spanien hat man die Reconquista gestartet. Das heißt, man hat die ist
den islamischen Bereich von Spanien wieder zurückeroberte. Da können wir auch schon übrigens sagen, das ist auch schon eine Art Migration von aus der arabischen Welt rein nach Spanien. Und die Leute, die da vorher waren, wurden halt auch verdrängt. Ja. Aber so ging das los. Jetzt bei dem, wo wir sind, die europäische Expansion, wenn du so willst, in die Welt hinaus, ging da in Spanien los. Reconquista. Und als sie das fertig hatten, glücklicherweise waren zur selben Zeit, hatte man gerade so diese Kolumbus und weitere Entdecker schon in Amerika. Als nächstes ging es nach Amerika. So ging das los. Und ich denke, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass diese große Migration, die von Europa nach Amerika ging, den Kulturen, die es in Amerika schon gab, nicht gut getan hat. Ich glaube, das ist mal vorsichtig formuliert. Ja. Auf dem gesamten amerikanischen Kontinent hat keine einzige alte Kultur überlebt. Nicht eine. Die sind alle weg. Jetzt kann man sagen, okay, Nordamerika war relativ leerer Raum. Dort haben zwar Menschen gelebt, die Prärie-Indianer und auch nicht nur die Prärie-Indianer, waren in der Prärie, auch in den Küsten und so, aber im Vergleich zur Größe des Kontinents war es relativ dünn besiedelt. Anders als in Mittelamerika und Südamerika, wo richtig große Völker auch waren, also die Staaten hatten, ob das jetzt die Maya waren oder Azteken oder in Südamerika die Inka. Letztens haben wir von Amazonas geredet, mit 20 Millionen Einwohnern. Das sind richtig viele Menschen gewesen. So. Nordamerika war relativ leer. Aber trotzdem, egal ob das da oben ist, wo es nur so Stämme gab oder unten, wo es wirklich Hochkulturen gab, bis runter nach hier an den Zipfel von Südamerika, es hat keine einzige von diesen uramerikanischen Kulturen hat überlebt. Nicht eine. Es gibt noch Nachfahren, aber es gibt keine Kultur mehr. Es gibt keine Inka-Kultur mehr. Es gibt nur noch Nachfahren von denen. Die und die sind heute noch in den meisten Teilen von Amerika tatsächlich Bürger zweiter Klasse. Das ist das noch Tragischere. Bis heute. Und das ist so ein Punkt, der sich hier durch meinen heutigen Beitrag wie so ein roter Faden durchzieht. Dass sich diese Dinge über längere Zeit auch nicht heilen. Da werden Wunden aufgerissen und die heilen nicht so schnell. Die Indianervölker sind bis heute noch nicht wirklich auf Augenhöhe. Es gibt heute noch Reservate, es gibt heute noch innerhalb der Staaten. Und selbst bei so Staaten, wo eine überwiegende Indianerbevölkerung ist, das sind gar nicht so viele, Ecuador, Guatemala, glaube ich auch. Selbst dort, und ich habe das ja mit eigenen Augen gesehen, ich war in Guatemala und dort sind die Indigenen, das sind Menschen zweiter Klasse im eigenen Land. Bis heute noch. Obwohl, wann sind die Spanier dorthin gekommen? Das ist 500 Jahre her. So lange hat sich da nichts geheilt. Ja. Und hier mal ein Bild von einer Indianerdemonstration. Ich sage jetzt Indianer oder ich weiß nicht, politisch ist es vielleicht mir ganz korrekt, man meint Indigen, aber ich habe volle Sympathie auch und Respekt vor den Leuten. Ne? Nennen wir es halt Indigen. Eine Demonstration, das war zu dem Kolumbustag. 1992 gab es ja da riesen Feiern in Amerika, 500 Jahre Kolumbus und was für ein toller Tag. Aber seitdem, und damals war es schon so, haben eben auch einige von den Ureinwohnern, von den Nachfahren, haben gesagt, hey, was ihr gemacht habt, das ist Landraub. Ihr habt das Land erobert. Da waren schon Menschen. Da haben schon Menschen gelebt. Und es ist nicht so gewesen, dass da eben ein Kulturaustausch stattfand. Dass erst dann die Spanier gekommen sind und das gesehen haben, dass man sagt, ey, wow, da sind da schon Menschen. So, ey, lass uns mal auf Augenhöhe begegnen. Hallo Brüder, so, hey, schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Hey, wir kommen aus Europa. Guck mal hier, so sieht's bei uns aus. Ein paar Bilder oder so und sich austauschen. Nie war das so. Nie. Also vielleicht gab es ganz vereinzelt bei Menschen solche Begegnungen. So. Aber im Großen und Ganzen war das eine einzige Eroberung. Von Anfang an. Man hat den Menschen, und darüber haben wir auch schon gesprochen, bei dem Thema, wo es um die Rassen ging, man hat den Leuten dort die Menschlichkeit abgesprochen. Also das sind ja gar keine Menschen. Also das sind wie Affen und deswegen brauchen wir die auch nicht wie Christen behandeln oder sowas. Ja? Also was das allein zeigt, ist, seit 1492, das sind 500 Jahre, und es gibt immer noch Menschen, und es sind nicht so wenige, die in Amerika sagen, hey, wir werden unterdrückt. Nach 500 Jahren, muss man sich mal überlegen, dass das immer noch nicht geheilt ist. Das ist die Tragödie, die dahinter steht, hinter solchen Migrationen. Da werden Fakten geschaffen, die dann später ganz, ganz schwierig wieder zu heilen sind. Ne? Migration im Spiegel der Geschichte, auch auf Nuviso Plus verfügbar und auf der YouTube Community für alle YouTube Kanalmitglieder. Direkt unter dem Video ist ein Knopf, da steht Mitglied werden, und ja, wenn man da draufklickt, erfährt man alles Weitere. Haben wir es wieder für diese Woche geschafft?
Ja, wünschen wir euch eine angenehme Woche. Es wird sehr heiß jetzt. Der Sommer bricht richtig durch und deswegen achtet auf euch. Immer ordentlich trinken, sonst kann man Probleme bekommen. Also achtet auf euch selber, lasst es euch gut gehen. In diesem Sinne, eine schöne Zeit. Tschüss.